Ich habe mich mal wieder mit dem Thema Alterung beschäftigt. Der eine oder andere kann sich wahrscheinlich erinnern, dass ich Anfang letzten Jahres meinen 35-Euro-Zug mal vorgestellt hatte, die einfachen Plastik-Kunststoffwagen von Märklin, die Nummer 4410. Ich hatte damals 8 oder 9 Stück gekauft für 35 Euro und hatte einen Wagen damals gealtert, bin aber nicht dazu gekommen, das jemals weiterzuführen. Dem Thema habe ich mich jetzt hier wieder angenommen und in der Überschrift einfach altern, bei mir aus dem Grund, die Farben, die da sind. Das heißt, ich habe von Revell die Aquacolor-Farben auf Wasserbasis, keine Lösungsmittel und gar nichts. Ich verwende keinen Airbrush, keine Lacke, keine Pigmente, auch keine Lösungsmittel, um irgendwas anzulösen, sondern einfach nur die normalen Farben. Und zwar deswegen, weil sie bei mir sowieso zu Hause rumstehen. Denn diese Farben verwende ich auch für meine Modellbausätze. Und zwei, drei verschiedene Pinsel und das soll es gewesen sein. Und damit wollte ich jetzt mal versuchen, so eine einigermaßen realistische Verschmutzung der Wagen hier hinzubekommen. Als erstes bin ich aber mal hingegangen und habe im Internet mir mal ein paar Fotos angeguckt. Habe mir mal ein paar Dinge rauskopiert, nur um mal zu zeigen, dass es eigentlich nicht wirklich das Vorbild gibt. Auch wenn es natürlich bei YouTube hier Leute gibt, die da fantastische kleine Kunstwerke auf die Schienen stellen, wo man sagt, genau so muss der gealterte Wagen aussehen. Aber wenn man sich die Originalfotos oder Originalvorbilder mal anschaut, dann gibt es nicht wirklich den alten Wagen, sondern gibt es zig verschiedene Varianten. Und hier im ersten Bild definitiv mehrere Mal beziehungsweise Farbschichten übereinander. Das Ganze schon wieder abgeblättert, oben das Dach repariert, das Dach eher dunkel. Dann kommen wir hier zum zweiten Bild. Da ist es dann so, dass wir eigentlich oben ein komplett mattes Dach haben. Die Türen sind hier teilweise schon komplett durchlöchert. Der Rest ist gerostet, die Farbe blättert ab. Und die Schriften sind auch hier kaum noch zu lesen, da im oberen Bereich. Unten wurden sie nachträglich wahrscheinlich erneuert und aufgesprüht. Beim nächsten Foto der Wagen komplett in weiß verschmiert, das Dach eher oben hell. Und beim anderen Wagen hier wieder eigentlich die Farben noch ganz in Ordnung, dafür überall Grünspan angesetzt. Ich kann nicht sagen, ob das Algen sind oder ob das grüner Rost ist, der sich hier gebildet hat. Auf jeden Fall optisch wieder ein komplett anderes Erscheinungsbild. Beim nächsten sind dann auch wieder die Farbschichten abgeblättert an der Stirnseite oben rostig. Hier interessant, das Dach sieht aus, als ob hier nochmal eine Schicht oben drüber gekommen ist. Und bei meinem letzten Foto, was ich da rausgezogen habe, oben das Dach an den Kanten schön verschmutzt. Man kann hier richtig schön sehen, wo wahrscheinlich da das Regenwasser immer abgelaufen ist. Sieht aus wie Algen im oberen Bereich. Die obere Kante komplett grün, dann über dem DB-Schild der Lack oder die Farbe wieder komplett abgeblättert. Mehrere Ausbesserungen unten, die Radachsen und so weiter, der ganze Kram unten, die Bremsen bzw. die Federn. Alles rostig und wieder ein komplett anderes Erscheinungsbild. Und deswegen bin ich zu der Erkenntnis gekommen, es gibt nicht wirklich das Schema so muss gealtert werden, sondern im Grunde genommen kann man fast machen, was man will. Beim Vorbild gibt es wahrscheinlich da draußen im echten Leben fast jede Variante, die man sich hier ausdenken kann, in jedem Zustand. Und von daher ist, glaube ich, das Wichtigste, dass einfach dieser Plastikglanz von diesem kleinen Märklin-Modell hier verschwindet und alles ist erlaubt, was einem hier so einfällt. Als erstes habe ich den Wagen rumgetreten. Natürlich müssen die Achsen unten raus. Und die Kupplungen habe ich entfernt, damit nichts verloren geht, lege ich die zur Seite bzw. packe sie in eine kleine Schachtel, damit nachher auch wieder alles da ist oder damit nachher noch alles da ist, wenn ich es wieder zusammensetzen möchte. Und ich fange im Grunde genommen mit der größten Fläche an, das heißt, ich fange oben im Dach an, raue das Ganze hier ein bisschen mit einem feinen Schmirgelpapier auf, damit die Farbe besser hält und besser angenommen wird. Und das mache ich so lange, bis im Grunde genommen alle Stellen so ein bisschen angeraut und matt sind. Und ich die Farbe einfach hier oben besser aufbringen kann. Danach nochmal kurz vom Staub befreit und mehr mache ich hier eigentlich nicht. Also ich behandle das jetzt hier nicht groß vor mit irgendeinem Anlauger oder irgendwas, sondern gehe direkt hier mit der Farbe oben drauf. Wie gesagt, meine Farben sind von Revell, die Aquacolor-Farben. Ich habe sie eigentlich versucht hier oben ins Bild zu halten, damit man immer sehen kann, welche Farbe ich verwendet habe. Leider ist mir das nicht allzu oft gelungen. Das heißt, ich habe sie meistens so hoch gehalten, sodass ich dann eigentlich nur erwähne, welche Farbe ich definitiv nachher gebraucht habe. Hier war dann schon der erste nicht zu sehende Farbwechsel.
Das heißt, ich wollte eigentlich anfangen mit dem Mausgrau, bin dann aber dazu übergegangen, das Staubgrau, weil es ein bisschen dunkler ist, dann zu nehmen. Und das Ganze mische ich dann ungefähr 1:1 mit Wasser. Und das war schon alles, was mit der Farbe passiert. Und dann fange ich an zu pinseln. Das Ganze eine Schicht deckend oben drauf, bis das ganze Wagendach bedeckt ist. Und damit der ganze Kram hier schneller trocknet und ich nicht ewig warten muss, greife ich dann zum Föhnen. Durch diese relativ schnelle Trocknung wirft die Farbe teilweise ein paar Falten, was ich persönlich jetzt aber gar nicht dramatisch finde, weil die Dächer, die ich jetzt bei den Fotos gesehen habe, im Original oder vom Original auch nicht alle glatt sind. Und so erspare ich mir die eine andere Falte zusätzlich dann nachher irgendwie reinzupinseln oder reinzukratzen, sondern ich nehme einfach die schrumpelige Farbe in Kauf. Im nächsten Schritt fülle ich dann im Grunde genommen hier die einzelnen Segmente aus. Das heißt, die größeren Flächen, das Ganze passiert hier mit einem Lederbraun und ich habe einfach geguckt, dass ich einen dunkleren Ton erwische, als dieser Originalwagenkasten in dem Kunststoffton hat. Ich lasse hier einige Felder aus, um sie nachher mit einer helleren Farbe nochmal zu streichen, und an den Stirnseiten erfolgt dann natürlich die gleiche Prozedur. Das Ganze dann auf der anderen Wagenseite und auf der zweiten Stirnseite natürlich auch. Dann zwischendurch greife ich wieder zum Föhn, weil ich natürlich das Kunststück fertig gebracht habe auf der anderen Seite, wo die Farbe an der Wagenseite noch nicht trocken war, mit den Fingern reinzugreifen, obwohl ich mir vorgenommen hatte, das natürlich zu verhindern. Also wird jetzt nach jeder Seite erstmal geföhnt, damit mir das nicht nochmal passiert. Dann habe ich hier den nächsten Farbton, das heißt auch wieder mit Wasser 1:1 verdünnt. Das nennt sich dann hier Afrika-Braun. Einfach um hier noch einen dritten Braunton reinzubringen, damit das Ganze nachher nicht so eintönig aussieht. Das Ganze natürlich dann auf allen vier Seiten, bis alle bis jetzt noch freien Flächen dann auch bedeckt sind. Und im nächsten Schritt kratze ich dann die Schriften wieder frei. Das heißt, ich habe so eine Art stumpfes Skalpell. Und die Schriften wurden von mir vorher nicht abgeklebt, sondern komplett überpinselt. Und jetzt lege ich Stück für Stück, soweit ich das nachher haben möchte, die Schriften danach auch wieder frei. Ist irgendwie eine blöde Arbeit und beim nächsten Mal lasse ich mir da vielleicht auch was anderes einfallen. Denn wenn man hier zu fest kratzt, dann kratzt man die Schrift auch gleich vom Wagen runter. Und wenn man nur so ein bisschen drüber schubbelt, dann geht die Farbe nicht wirklich ab. Von daher gibt es da wahrscheinlich eine bessere Lösung fürs nächste Mal. Dann habe ich mir hier ein Lederbraun und ein bisschen Schwarz zusammengemischt, so ungefähr im Verhältnis ein Teil Schwarz und zwei Teile von dem Braun, um jetzt die Rahmenteile bzw. die Nietenbänder da alle nochmal in der dritten Farbe bzw. vierten Farbe nochmal einzufärben und das Ganze natürlich einmal um den Wagen komplett drumherum. Dann kamen diese seitlichen Lüfterklappen dran, die habe ich jetzt erstmal in einem Grauton angelegt. Dazu habe ich hier dieses Mausgrau verwendet und dann nachher aber dann noch in verschiedenen Farben drüber gepinselt wurde, in einem Rot-Beige-Ton und so weiter, ist das nachher gar nicht so extrem zu sehen. Jetzt beim Pinseln ist es so, dass ich da auch ziemlich viel bei diesen dünnen Schieberstangen im Grunde genommen wieder an die Außenwand gepinselt habe. Das Ganze habe ich dann nachher wieder ein bisschen korrigiert, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Es sieht hier auf den ersten Bildern so ein bisschen aus wie Silber, ist aber definitiv ein mattes Grau. Und wenn es nachher getrocknet ist, dann kann man das auch ganz gut erkennen. Zwischendurch wieder geföhnt, damit das Ganze schneller vorangeht. Und dann hier die eine oder andere Korrektur, um diese ganzen Flecken, die ich da drauf gepackt habe, wieder wegzubekommen. Dann unten ans Fahrgestell bin ich rangegangen mit dem sogenannten Afrika-Braun. Das ist hier am Anfang ein bisschen fett, aber das ist dann ziemlich abgeperlt, beziehungsweise hat dann erstmal nicht so wirklich gehalten. Und diese dickeren oder zu fetten Farbstellen habe ich nachher auch wieder ein bisschen weggenommen. Aber am Anfang musste da im Grunde genommen so viel Farbe drauf, damit das erstmal überhaupt einigermaßen gedeckt hat. Im gleichen Farbton habe ich dann als so eine Art Grundierung auch die Puffer behandelt und denen nachher eine weitere Farbschicht verpasst, damit das nicht ganz so grell rauskommt. Und die andere Seite vom Fahrgestell genauso wie die erste Seite mit dem Afrika-Braun und wieder die Puffer. Als nächstes habe ich zwischendurch den Farbton Eisen verwendet, um so ein paar kleine Details nochmal ein bisschen hervorzuheben. Auch wenn die nachher gar nicht so extrem zu sehen sind, weil da bin ich natürlich dann nachher auch wieder mit einem Rostton oder Gelb-Beige-Tönen drüber gegangen, damit das nicht ganz so ordentlich und sauber wirkt. Denn bei den Originalfotos von den Originalwagen gab es eigentlich keine silberglänzenden Teile mehr, sondern da war eigentlich alles irgendwie farbig oder rostig. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Dach. Das heißt, hier bin ich dann auch hingegangen
und habe mit diesem Afrika-Braunton ein bisschen Farbe auf die Kanten außen aufgebracht, im unteren Bereich vom Dach, an der Wölbung außen, das heißt an den Stirnseiten ein bisschen rein. Das war hier dann auch im Video zu sehen, am Anfang ein bisschen zu viel, das habe ich nachher noch ein bisschen weggenommen. Danach dann noch ein bisschen Weiß auf den Pinsel und das Ganze so ein bisschen versucht zu granieren. Wobei das dann auch schon wieder so vieles Guten war, dass ich nach dem Granieren teilweise wieder drüber gegangen bin mit einem leichten Beige-Ton, um das Ganze wieder ein bisschen abzumildern und es nicht ganz so grell erscheinen zu lassen. Als nächstes habe ich die Puffer dann noch von vorne ein bisschen behandelt, das heißt das Ganze noch ein bisschen dunklen Schwarz, diese Mittelteller da im Grunde genommen noch ein bisschen angepinselt. Im Endeffekt habe ich jetzt noch ein bisschen korrigiert, das heißt oben auch das Dach noch mit einem Dunkelgrün noch ein bisschen nachbehandelt, weil mir das Dach einfach bei dem einen Wagen nicht dreckig genug war, beziehungsweise ich einfach mal probieren wollte, wie weit man damit gehen kann, bevor das völlig unglaubwürdig wirkt. Leider hat die Kamera hier nicht aufgenommen, beziehungsweise ich habe vergessen, die wieder auf Start zu stellen, deswegen kann man das hier nicht sehen. Insgesamt habe ich zwei Wagen so behandelt, in den Farbtönen etwas unterschiedlich. Beim nächsten Mal werde ich dann auch nochmal ein paar andere Farbvarianten dann damit reinbringen. Bei dem Wagen, den wir jetzt hier gesehen haben, habe ich dann noch ein paar kleine Korrekturen vorgenommen, die ich jetzt auch nicht mehr im Bild hatte. Das heißt, die Stellen, die mir zu hell waren, dann einfach nochmal mit einem Beige-Ton drüber, dass das noch ein bisschen staubiger, versandeter oder dreckiger einfach ein bisschen wirkt und nicht so harte Kanten gibt. Wobei auf den Vorbildfotos, glaube ich, hat man gesehen, dass das völlig egal gewesen wäre. Und hier habe ich die beiden Wagen dann mal nebeneinander. Das heißt, auf der rechten Seite jetzt erstmal den noch nackten, blanken Wagen im kompletten Kunststofflook und links meine erste Variante oder extremere Alterungsvariante. Und ich denke mir, ich habe bei YouTube schon den einen oder anderen gesehen, der das natürlich noch perfekter hinbekommen hat, indem er mit Pulverfarben noch verblendet hat und mit dem Airbrush gearbeitet hat oder diverse Farbverläufe wieder angelöst hat mit Lösungsmittel. Aber das war heute nicht Sinn und Zweck, sondern hier ging es einfach mal drum, mit den normalen Acrylfarben und Pinsel das hinzubekommen. Und ich denke mir, es ist alles besser, als diesen nackigen, einfachen Plastikwagen zu haben. Und von daher bin ich schon mal ganz zufrieden damit. Ich werde bei Gelegenheit dann da in der Richtung weitermachen. Das heißt, ich habe mir jetzt auch schon mal so ein Pigmentpulverfarben-Set bestellt, um das auch mal selber zu probieren mit dem Verblenden von diesen Pulverfarben. Und einen Airbrush habe ich auch sowieso im Haus, von daher könnte man in der Richtung auch noch weitermachen. Im Moment bleibt es aber erstmal bei den beiden Wagen, die ich jetzt hier neu gealtert habe. Und bei Gelegenheit werde ich das Thema wieder aufgreifen und gucken, ob man das noch weiter verbessern kann. Das heißt, verbessern kann man es auf jeden Fall. Ob ich es noch weiter verbessern kann, ist dann die Frage. So, und hier haben wir dann die Wagen auf der Anlage. Als erstes hinter der Baureihe 191. Der noch unbehandelte, nackige Plastikwagen von Märklin. Als erstes dann der extrem gealterte Wagen, der also hier wesentlich mehr Farbe drauf bekommen hat. Der dritte Wagen ist dann eine abgespecktere Variante, wo ich mich mehr drauf konzentriert habe, die Details davor zu beheben, die Details hier hervorzuheben und ihn nicht ganz so einzuschmutzen. Und der vierte Wagen ist der Wagen, den ich Anfang letzten Jahres schon mal gealtert hatte, wo ich mich zum ersten Mal darin versucht habe. So dass ich jetzt hier im Grunde genommen drei verschiedene Alterungsstufen habe. Und ich denke mir, wenn man in der Richtung weitermacht, kriegt man eigentlich einen schönen Zug zusammen in schönen verschiedenen Varianten. Und ich denke, dass ich da auf jeden Fall auch noch steigerungsfähig bin, was die Ausführung angeht. Was jetzt im Moment noch fehlt, ist noch ein Finish. Das heißt, ich habe die Wagen jetzt noch nicht irgendwie lackiert oder irgendeinen Firnis drüber gezogen, weil ich mir nicht sicher war, ob es wirklich so bleibt. Denn es ist auch ein bisschen so, wenn man die Wagen direkt vor der Nase hat und am Altern ist und eine andere Beleuchtung hat, sieht es doch teilweise ein bisschen anders aus, als wenn es auf der Anlage steht. Aber ich denke, ich werde die Wagen jetzt so lassen und bei Gelegenheit werden sie dann alle nochmal einen Überzug bekommen. So, das war's dann mit dem Video, mit dem zweiten Teil vom Altern meiner Güterwagen. Ich hoffe, der eine oder andere kann da ein bisschen was mit anfangen und hat gesehen, dass man mit relativ einfachen Mitteln eigentlich auch in einigermaßen Ergebnis erzielen kann. Das Ganze ist steigerungsfähig, das ist mir schon klar. Aber dafür, dass ich jetzt bei jedem Wagen ungefähr eine Dreiviertelstunde gepinselt habe, denke ich mir, ist das schon mal ganz gut. Ich habe noch 5 oder 6 weitere so nackte Wagen da, komplett nur im glänzenden Plastiklook. Die warten nur darauf, dass sie noch weiter veredelt werden, beziehungsweise dass ich mit ihnen herumexperimentiere. Bei Gelegenheit wird das passieren. Ich danke euch fürs Zuschauen.
Demnächst gibt es wieder mehr. Und bis gleich.